Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Batman Arkham Asylum Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Triple Games for You. Ja, und wir müssen gucken, was die Geiseln machen. Aber wir müssen hier erst einmal kämpfen. Ich hab's fast befürchtet, nachdem ich gestern ausgemacht habe. Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Geschichte ist so wichtig. Recht hat er. Genug, um jeden in den Wald. Ey, du Sack. Den haben wir. Ey. Ich bin ganz leicht zu verletzen, aber ich verrat's euch nicht. Also spinn ich oder finde ich das Kampfsystem hier im ersten Teil besser als im zweiten? Herzlichen Glückwunsch! Sonst musst du nur noch einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Geiseln retten. Richtig? Das ist so eine Frage, das gefällt mir nicht. Als ob er schon wieder was geplant hätte. Andererseits ist er natürlich der Joker, natürlich hat er was geplant. Ich meine, wie verrückt musst du sein, um solche Klappergebisse zu machen, die dann beim Ableben auch noch die eigene Lache widerspiegeln? Also, oh, das gefällt mir nicht. Oh, wie frustrierend. Du hast gedacht, das würde leicht werden. Ja. Hast du heute Nacht nichts gelernt? Ich habe es gehofft. In 2 Minuten wird sich der Saal mit Lachgas füllen. Das Publikum wird in Ekstase geraten und dann sterben. Okay. Das ist doch ein Glasboden, oder? Verstärkt da oben. Habt ihr es gesehen? Irgendwie da hochkommen. Ich muss sagen, dir wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte hier vielleicht. Auf den Knopf drücken. Oh, scheiße. Nur ein Scherz. Glaubst du wirklich, dass ich nicht die Treppe benutzen lasse? Wie können wir denn da hoch? Ah, hier. Komm. Worum geht's? Geht's hier lang? Nee, ne? Oh, scheiße! Das kann er doch nicht mit uns machen. Ich hasse so Timer. Für Sie beginnen jetzt die letzten 60 Sekunden, in denen Sie sich ans Atmen erinnern. Nicht im Ernst. Hier geht's jetzt nicht weiter, oder was? Muss hier doch irgendwie... Ah, hier hoch. Jetzt? Hier hoch. Komm, das schaffen wir noch. Mach auf da, Mann. Batman! Nur noch 30 Sekunden. Ich hoffe, die können drei an. So, jetzt aber. Entschärfen. Ja, Mann, wir haben's geschafft. Wie? Verarsche oder was? Danke, Batman. Sind Sie alle weg? Ja, Sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen. Als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher. Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Okay, Geiseln haben wir gerettet. Das ist schon mal gut.
Das wäre auch lustig, ey. So, was müssen wir jetzt machen? Wo müssen wir hin? Hier geht's ja wohl nicht weiter, soweit ich das verstehe. Oder? Nee. Wir müssen hier wieder raus. Denke ich. Man wird ja schon manchmal ein bisschen allein gelassen hier. Wo ging's jetzt hier rum? Ah, okay, also hier können wir noch nichts machen. Aber da vielleicht. Wie war das, Batclaw? Komm. Ah, eine Riddler-Trophy. In der gesamten Villa sollen wir nach Dr. Youngs Notizen suchen. Gut zu wissen, okay. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Müssen wir wahrscheinlich wieder zurück, nehme ich mal an. Oben gibt es anscheinend nichts. Da waren wir schon, wenn ich das richtig sehe. Ja, erstmal alles durch die Gegend kicken. Genauso muss man das machen. Ganz schön verrückt, ey. Aus, als wäre das Zeug vom Pinguin. Ich weiß nicht, ob ich in der Nervenheilanstalt vertrauen kann, die ihre Akten einfach so offen rumliegen lassen. Jetzt passiert bestimmt was. Das könnte ich. Ach, war doch klar, dass da was Leute ist hier sind. Los? Ihr habt keine Ahnung, Mann. Wie seid ihr denn? Zwei Gegner? Dann kommt mal her. Manche nennen mich Batman, aber ich bin der Kung Fu Mann. Nix da nieder hier. Da, Ofenkorb. Von hinten, genau. So. Was ist das für ein Geräusch? Kann man jetzt hier rum oder was? Was ist hier hinten los? Nee. Mal nichts machen. Oben sieht es auch nicht wirklich aus, als ob man da was machen könnte. Vielleicht hier jetzt oder so, dass hier oben irgendwie jetzt ein Weg frei ist. Vielleicht hier, das könnte sein. Oh, schön. Kabum. Man soll vielleicht auch mal nach hinten gucken, Kollege. Hallo, Leute. Oh, Scheiße. Was ist hier los? Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Was ist das? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Das ist nicht gut. Könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel? Oh je. Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Ja, danke. Oh, neues Upgrade. Upgrade für Battering. Will ich das? Wayne Tech? Nee, nee, nee. Was können wir denn hier machen? Eine stabilere Außenhaut. Was können wir denn hier machen? Hier. Ich mache nochmal hier Außenhaut erstmal. Können wir nicht? Warum nicht? Hä? Der hatte doch gesagt. Ach, wahrscheinlich können wir jetzt einfach nur ein neues Skillen.
dann werden wir die Erfahrungspunkte dafür haben. Das ist jetzt meine Vermutung. Weil irgendwie ging es ja dann doch nicht. 6 bewaffnet, das gefällt mir nicht. Was machst du da? Ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz gut. Na komm. Komm. Komm, Bübchen, komm. Ausschalten. Hey, geh von mir runter! Ich bin auch gar nicht auf dir drauf. Wie sie hin und her rennen die ganze Zeit. Hey, hier drüben. Da oben ist jemand. Wär's mal mit Gleittritt? Bietet er mir gar nicht an. Doch, jetzt hat er es kurz gemacht gehabt, danke. Komm doch nochmal raus, Kollege. Macht er jetzt natürlich nicht. Egal. Ist auch schon zu weit da vorne. Und weg. Hat er uns volle Breitseite mit der Shotgun erwischt. Wie soll er denn aufwachen? Achso, okay, Batman tötet ja nicht. Nee, nee, die muss nicht gefunden werden. Wie sie jetzt hochgucken mittlerweile, ne? Das mag ich nicht. Denk mal nicht, dass jemand von denen die Aufgaben schon erledigt hat. Mich nämlich arg wundern. Was ich auch nicht mag, ist, dass die beiden hier zu zweit jetzt unterwegs sind. So. Es sind noch 2 über. Batman. Frage ist, guckt er hoch oder nicht? Ich will hier raus. Das war nicht Teil des Deals. Wo ist der andere? Das war ja blöd, Mann. Ey, Batman. Na komm, 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 komm. Yeah. Alle bewaffnet. Nicht mehr. Hier drüben. Bleiben Sie ruhig. Befreiung. Okay, gerettet.
Danke. Kein Problem. Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen. Die Typen haben sie gesucht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken. Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich. Sie wollte unbedingt rein. Ihr Büro ist da drüben. Wann war das? Ich muss ihre Aufzeichnungen finden, bevor sie Joker in die Hände fallen. 20 Minuten, vielleicht mehr. Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will sie haben. Das macht sie wichtig. Bleiben Sie hier, ich werde sie finden. Kein Problem, ich versuch's mit dem Funk. Ich sehe nach, ob jemand da ist. Okay. Das sind die anderen beiden, die wir gerettet hatten. Kein Problem. Bei diesem Teil. Hallo, ist da jemand? So, dann würde ich aber sagen, wir beenden die Folge hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.